Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls mit dem Kotelett. Das letzte Mal haben wir hier oben aufgehört, sind hier runtergefallen, obwohl ich das eigentlich gar nicht vorhatte. Macht aber nichts. Ich guck mal eben, wie viele Pfeile der braucht, um vergiftet zu sein. Ja, sind aber doch schon viele, ne? Jetzt hat er 6, 7... Ich fürchte gerade, den kann man gar nicht vergiften. Dann kann man auch unsere normalen Pfeile nehmen. Müssen wir nicht hier mit den teuren auf den schießen. Aber seht mir nach, ich habe keinen Bock, mich mit dem Typen da unten in dem scheiß Brackwasser im Nahkampf anzulegen. Ich werde hier gleich schön einen nach dem anderen wegschießen. Da kenne ich gar nichts. Oh, das dauert jetzt einen Augenblick, aber das ist mir egal. Weil ich nicht sterben möchte. Wie viel Schaden machen die nochmal? 31, okay. Wir haben es ja. So, einen noch. Jetzt können wir wieder die billigen schießen. Ich habe hier schon mehr Pfeile, also Seelen in Pfeilen auf den geschossen, als ich gleich von dem kriegen werde. Aber so ist das nun mal. So, alles klar. Dann Waffe wechseln auf den Feuerzweihänder, das Schild wechseln auf das Adlerschild. Langsame Rolle macht nichts. Wir müssen den jetzt mal tauschen durch den. So, und dann werde ich mich da jetzt auch mal runter trauen. Dämonentetanit. Jetzt haben wir hier eine Sense. Du gar nicht, dass es hier eine Sense gibt. Was ist denn der Unterschied zwischen der Sense und meiner Großsense, frage ich mich gerade. Vom Moveset irgendwie gibt es gar keinen Unterschied. Aber es sieht irgendwie so aus, als könnte ich die nicht richtig nutzen. Doch, eigentlich schon. Die skaliert nicht so gut. Macht keinen Blutungsschaden. Braucht ein bisschen weniger Geschick. Die hat eine bessere Haltung. Und ist ein Tick robuster. Wiegt genauso viel. Keine Ahnung, macht jetzt für mich... also ergibt irgendwie nicht so viel Sinn für mich gerade. So, einmal voll heilen bitte und dann gucken wir uns hier mal ganz vorsichtig um, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich hier unten schon gestorben bin. Wegen diesen komischen Viechern, die da über mir stehen. So, und natürlich auch wegen dem komischen Klabautermann da hinten. Frag mich gerade, ob der hier reinkommt. Bleibst du da hängen? Das wäre total freundlich von dir. Ey, dahinter ist doch noch einer, oder? Oder war das ein Schwanz, den man da gerade im Hintergrund gesehen hat? Bin auf jeden Fall ein bisschen beruhigt, dass der da offensichtlich nicht durchkommt. Alter! Das war ganz schön knapp, mein Freund. Das machst du aber keine 23 Mal mit mir. Da schieße ich dir erstmal hier schön die Eier kaputt, ne? Zappel Philipp. Mann, dauert das lange. Komm, ich schieße mal die anderen Pfeile. Bin der Meinung, wir haben genug davon.
auch für alles Kommende, was ich noch mit den Pfeilen vorhabe. Ja. Ah, shit. Ich wollte mal testen, ob der mich überhaupt trifft. Ich hätte rollen sollen. Ach ja. Also in der Zeit kann man auch ein Brot backen, ne? Wollte ich nur mal sagen. So, einen noch. So, hätten wir. Alles klar. So, das Schild. Wiegt eigentlich nur 6 Kilo. Hm. Was ist denn mit... Naja. Blitz 75. Eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ich hasse euch. Ja, ist klar. Irgendwer ist gerade gestorben. So, Gift tickt. Nur aufpassen, dass der Typ von da hinten jetzt nicht kommt. Ach, da hinten ist einer runtergefallen, sich gerade. Komm, mach mal was. So, zweimal, dreimal Gift tickt. Wunderbar. Ach, da ist noch eine Tante. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Kriege ich dich irgendwie? Ja, warten wir erstmal, bis die anderen kaputt sind. Glaub mir, ich gebe jetzt hier kein Risiko ein. Die haben mich schon das eine oder andere Mal hier kaputt geschossen. Da habe ich mich immer total geärgert. Ah, nicht zu gierig werden. Der wird schon noch sterben da oben. Ich sag euch, ich mache da kein Risiko. Wenn die einen einmal so scheiße treffen und staggern, schießen die einen tot. Jetzt bin ich dran mit staggern. Oder auch nicht. Alter. Seht es mir nach, aber ich will jetzt nicht sterben an dem Scheißvieh da oben. Gibt's doch gar nicht. Jetzt hat er wieder den Kopf weggezogen. Also das ist ja auch ein lässiges Viech da. Okay, jetzt ist er abgehauen. Okay, lass mal den einfach mal.
Da unten wäre jetzt noch so ein Dämon gewesen übrigens. Den werden wir uns gleich auch noch angucken. Einfach weil jetzt da unten schon so weit frei ist. Der da hinten, der stirbt jetzt in aller Ruhe. Und hier oben ist, meine ich, auch noch so ein dickes Bossvieh. So ein Steineschmeißer oder so. Und den werden wir uns mal angucken. Ich möchte gerne die Seele mitnehmen. Hier ist übrigens der Anfang, ne? Das ist die Stelle, wo der Typ immer raufgeklettert ist, wo man hier in die Burg reinkommt und dann hier runterspringt. So, der da hinten ist tot. Ich stelle gerade fest, den brauche ich jetzt ja gerade nicht. Ich werde mal... hier das Ding anziehen. Verstärkt unsere Verteidigung so ein bisschen, weil da kommt gleich einer, der macht ganz gut Aua, glaube ich. So, Gift tickt. Mehr wollte ich gar nicht. Keine Sorge, ich werde jetzt auch mal ein bisschen kämpfen gehen hier. Hab noch nie regulär gegen den gekämpft. Sei an der Stelle mal angemerkt. Okay, das muss man also irgendwie mal überleben. Und dann kann man den hier wohl verdreschen. Na schön, er hat was fallen lassen. So, was hast du für uns? Ein Brocken, das ist wichtig. Jetzt weiß ich, dass es hier noch andere gab. Ich frage mich gerade, ob ich die schon vergiften kann. Da oben ist der Endboss. Nee, wohl nicht. Ja, gehen wir einfach mal wieder weg. Ich wollte euch nur zeigen, dass hier so ein Typ ist, weil der nervt immer so, indem er Steine auf einen schmeißt. Wenn man den jetzt hier über diesen Geheimgang umbringt, dann macht er das halt nicht mehr. So, gehen wir mal hier wieder runter. Ach so, Waffe wollte ich übrigens noch mal, ja, doch lieber hier irgendwie erstmal auf das Schwert hier wechseln. Gucken, ob wir hier mit Magie ein bisschen weiterkommen. Das, der Zweihänder, ich weiß nicht. Der ist es einfach irgendwie nicht. Ach, um Gottes Willen sind wir langsam. Zweihänder ist einfach irgendwie nicht so meine Wahl hier. So verbessert die Balance. Wie sieht denn das aus? Ja, geht. Scheiße, Sonne blendet wieder hinter mir. Aber werde das jetzt hier trotzdem mal irgendwie weiter vorantreiben. So, hier ist irgendwo so ein Vieh. Hallo. Hast du dir so gedacht? So, der böse Onkel, der will dich vergiften, kannst du dir das vorstellen? Weil ich gerade, ob wir den nicht irgendwie mal so wegkriegen. Oh, ja, nicht so. Alter, das hat er aber tricky gemacht, ey. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wisst ihr was? Scheiß was auf den. Wir holen uns jetzt das Leuchtfeuer, solange ich noch am Leben bin. Merken wir uns einfach mal, dass es da unten noch zwei Dämonen gibt, falls wir irgendwann mal unbedingt welche brauchen, dann können wir da hingehen. Aber jetzt so augenblicklich eher nicht so. Ich habe keine Heilung mehr, ich habe nur noch zwei Essos-Flakons dabei und ich muss noch irgendwie oben an dieses Leuchtfeuer gelangen. Und dann würde ich nämlich da, wenn wir dort sind, auch einen Cut machen.
Und dann sind wir, meine ich, weit genug. So, jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich wieder am Anfang. Machen wir das doch einfach mal. So, und jetzt schön in Ruhe die ganze Tour nach oben. Das Schild, das tauschen wir schon mal gegen das Kristallschild. So, jetzt keine Dummheiten hier. Schön locker runterspielen. Uns kann ja quasi nichts mehr passieren. Wir haben fast die ganze Burg hier leer gemacht. So bis auf ein, zwei Mobs, die mir jetzt bekannt sind, die es noch gibt, sollten wir hier eigentlich unsere Ruhe haben. Und wir haben auch schön viele Seelen, sodass wir mal ein Level machen könnten. So, gehen wir mal hier schön ein nach dem anderen durch. Hier mal ein bisschen schneller. Komisch, dass die Falle wieder aktiv ist. Wundert mich gerade ein bisschen. Hier müssen wir leider wieder außen rum gehen. Okay, jetzt einfach mal davon aus, dass die Kugel drinnen irgendwo rollt oder weiß der Kuckuck wo, aber nicht hier. Ja, die Fallen sind irgendwie wieder alle an. Das ist schon komisch. So, kommt jetzt die Kugel hier. Ja, sie kommt hier. Okay, egal. Oh, haben wir irgendwie hingekriegt. Wahnsinn. Uiuiuiui. So, jetzt muss ich mich langsam konzentrieren, weil jetzt sehe ich tatsächlich langsam kaum noch was. Ich werde auch gleich Aufnahmepause machen. So, ich habe gesagt, hier rennt man einfach durch. Und achso, jetzt müssen wir noch einmal nach oben. Hier stand ja die komische Hexe, die wir vergiftet haben. So, und hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Du bist tot, ne? Genau. So. So, letzte Gelegenheit nochmal abzustürzen, wenn wir wollen. Uiuiui. Das war mir jetzt doch irgendwie gerade ein bisschen zu knapp. So. Das hat uns nicht erwischt. Diesmal gehen wir nach oben durch den Nebel. Und was ich jetzt weiß, ist, ich nehme schon mal das Claymore in der Hand. So. Da hinten ist nämlich so ein komischer Schmeißer. Kann er mich hier treffen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ach so, das ist der, der für die Kugeln verantwortlich ist. Frag mich gerade, wo wir den überhaupt treffen von hier. Ja. So, wie ihr seht, den kann man recht einfach vergiften. Der ist aber gar nicht der Gefährliche. Der Gefährliche ist der Typ, der diese Feuerbomben schmeißt. Ich meine, das war aber der. Nein, das war er nicht, den wir schon umgebracht haben. So, den muss ich auf jeden Fall loswerden da, weil der wird mir tierisch auf den Sack gehen hier. Ja, der ist vergiftet, den haben wir also getroffen. Leuchtfeuer. Nein, ich bin mutig. Kein Leuchtfeuer. Ich werde mir erstmal hier so den einen oder anderen Ritter zur Brust nehmen. Ich weiß, ich sollte das eigentlich nicht machen. Ich weiß es eigentlich besser. Aber egal. Komm mal hier rauf. Keine Dummheiten machen. Wenn der mich parryt oder so, kann das ganz übel enden. So, da unten hat uns das Target Blocking verraten, steht auf jeden Fall noch einer. Irgendwo hier. Und da müsste auch eine Kiste sein. So, Wiedersehen.
Das war ein Ring, der erhöht unsere Feuerresi. Das Item da oben, was wir gerade haben glitzern sehen, das werde ich mir vermutlich nicht holen. Also weiß ich noch nicht so genau. Da muss man sich auf jeden Fall fallen lassen von weiter oben, was zur Folge hat, dass man den ganzen Weg nochmal gehen muss. Und ich bin mir unsicher, ob ich da Bock zu habe. Ich glaube, irgendwie sowas Dolles war das nicht. So, der da oben, der ist noch vergiftet. Das ist schon mal ganz gut. Ah, shit. Alter, das staggert mich. Okay. Ihr könnt euch raten, denken, was jetzt passiert. Ich mache diesen Typen da oben weg. So, das kann einen Augenblick dauern. Der andere ist auch noch vergiftet. Gucken wir einfach mal, ob wir das mal ein bisschen beschleunigen können, ja. Ich glaube, bei dem ist das Gift ausgelaufen. So, jetzt tickt das Gift wieder, alles klar. Ein paar Mal schieße ich noch so drauf. Das muss ich jetzt diese Folge leider noch zu Ende machen, weil ich keine Lust habe, dass ich das alles hier nochmal runterschießen muss, wenn wir am Leuchtfeuer gewesen sind, weil dann würden die halt auch wieder heile dastehen. Und das muss ja nicht sein, ne? Ja, es geht ja jetzt auch recht zackig hier bei dem. Der andere, der geht mir übrigens mit seinem Ton total auf den Sack. So, den haben wir. Der ist schon mal weg. Und jetzt noch der andere Vogel da oben. So, gehen wir mal hier schnell nach oben, wollte ich sagen. Shit, das war falsch. Nee, war genau richtig. Ich muss da runter, genau da vorne. Wo schmeißt du ihn jetzt hin? Schmeißt du immer noch da? Ui! Okay. Machen wir den einfach nächste Folge. Ich gehe jetzt hier runter, einfach weil mein Leben so knapp ist. Und siehe da, ein Leuchtfeuer. Das wollte ich jetzt nicht mehr riskieren. So dicht vorm Ziel. So, machen wir mal aufsteigen. Das passt genau. Drei Seelen werden wir noch über haben. Und ich würde mal sagen, wir skillen mal wieder ein bisschen. Stärke für mehr Schaden oder mal Beweglichkeit. Ach, Wille, 18 habe ich ja gesagt, ne? Ah, shit. Aber ich habe ja auch das Wunder nicht. Ah, lohnt sich alles gerade irgendwie nicht so. Machen wir das später einfach. Das, also diese Wille-Geschichte, das mache ich später. Ich zeige euch dann noch wozu. Ein bisschen mehr Leben wäre eigentlich nicht schlecht. Na egal, machen wir erstmal bei Stärke weiter. Ja, machen wir das mal so. Bisschen mehr Schaden. Vielleicht kommen wir da auch mal auf 30 oder so. Und dann würde ich sagen, hier wohnt irgendwo einer. Achso, stimmt. Ich erinnere mich, man muss immer hier so blöd um die Ecke gehen. Ach, der ist wieder da. Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass der andere da oben wegbleibt, wenn der tot ist. Naja, egal. Soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Ich muss hier erstmal noch ein paar Items einsammeln. Hallo, mein Freund. Ist irgendwie scheiße, wenn man den Pyromantenhandschuh nicht ausgerüstet hat und einen Feuerball werfen will, habe ich gerade festgestellt. Gibt's ja gar nicht. Der wollte sich heilen.
so nicht, mein Freund. So, jetzt kommt hier gleich so ein scheiß Ritter angeschissen irgendwo da drüben. Glaube ich, auf dem Turm. Hier so ein NPC-ähnlicher Vogel. Ah. Der hat Rickards Degen. Da muss man aufpassen, wenn der so eine Combo macht. Das macht richtig übel Aua. Okay, den hätten wir. Rickards Degen. Ja, der ist nicht schlecht. Würde ich mal sagen. Gucken wir mal, was der hier bewacht hat. Seltener Ring der Opferung. Ein wirklich wichtiges Item. Und ein göttlicher Segen. Witzig, dass man das ausgerechnet an dieser Stelle kriegt, weil diesen seltenen Ring der Opferung, den werden wir tatsächlich in, ja, ich will nicht sagen allzu bald, aber in einigen vielen, je nachdem wie ich mich anstelle, Folgen, werden wir den tatsächlich brauchen. Bei einem Boss muss man den anziehen, ansonsten verliert man alles, was man hat, und das ist ein bisschen ärgerlich. Und man ist noch verflucht, natürlich. Sehen wir dann. Ach, der Typ ist ja noch da. Ja, den werde ich jetzt definitiv wegschießen. Weil der nervt uns auch beim Bosskampf und da habe ich wirklich keine Lust drauf. So, der ist vergiftet. Dann werde ich mir zur Feier des Tages mal die Federpfeile hier reinziehen. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Hallo? So. Schießen wir die einfach mal weg, dann sind wir die los. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen langweilig ist, diese Folge mit dieser ganzen Bogenschießerei, aber die müssen einfach tot sein. Ich könnte bei dem auch hochklettern und dem irgendwie auf die Füße hauen, aber weil ich das noch nie probiert habe und ich jetzt eigentlich hier das schnell zu Ende bringen will, mache ich das halt auf diesen Weg. So, und nochmal. So, da ist er auch schon halb tot. Seht ihr, so lange dauert das gar nicht. Dann nehmen wir hier wieder die Standardpfeile rein. Halt. Das möchte ich gerne da nicht drin haben. So, und dann schießen wir uns mal hier einen kleinen Wolf. So, zwischendurch mal wieder ein Giftpfeil, damit das schön weiter tickt. Und dann schießen wir wieder mit den normalen weiter. Bringt das eigentlich was, wenn ich auf den Kopf schieße? Ich weiß es gar nicht. Der hat ja so einen dicken Helm da auf, ne? Ah, spritzt auf jeden Fall mehr. Machen wir das einfach mal weiter so. Den Endboss, der gleich kommt, den habe ich halt schon ein paar Mal besiegt und ich versuche den mal mit so einem kleinen Trick wegzuglitschen. Bisher bei dieser Let's Play Reihe ist mir das ja meistens nicht so gut gelungen, irgendwie Bosse wegzuglitschen, wenn ich das vorhatte, aber bei dem hier werde ich das jetzt einfach nochmal versuchen. Wollen wir mal gucken, ob es klappt. So, bist du langsam mal tot? Ja, jetzt ist er tot. Alles klar. Ja, mehr brauchen wir jetzt hier auch erstmal nicht. Also wie gesagt, dieses Item, was da glitzert, das kriegt man, wenn man halt hier runterspringt. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das nichts Dolles war. Deswegen, wenn wir jetzt hier nicht runterfallen, nein, tun wir nicht, dann hätte ich das halt auch mir nicht mehr geholt. So, hier steht einer. Hallo. What? But you think I'm dead? So. Ja, hier kann man Sachen kaufen. Und zwar unter anderem auch diese Scherben hier. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass die so teuer ist. Große Scherbe, Besitz 4. Warum sind denn die so teuer, ey? Alter Schwede. Na, die gehe ich mir mal lieber farmen. So, was hat er noch? Baldarschild. Klingt nicht schlecht, hat eine gute Haltung, wiegt nur 4 Kilo. Blitzfeuer, adäquater Schutz.
Ja, hoch, das gefällt mir schon ganz gut. Was hat er denn noch? Großschwert brauchen wir alles nicht. Turmschild. Kostet 8000, wiegt 13 Kilo, ist aber auch ein 100% Blockschild. Okay. 30 Stärke. Merken wir uns das einfach mal. Ja, hier können wir uns die lustige Zwiebelritter und Rüstung und die Baldar-Rüstung halt kaufen. Wollte ich ursprünglich jetzt eigentlich mal haben für diesen Playthrough, werde ich jetzt aber nicht holen. So, was hat er hier denn? Donner, das wird wohl irgendwie sein gegen Blitz, genau, und hier gegen Magie. Gut, was mich jetzt interessiert, ist dieses Baldar-Schild, das nehme ich einfach mal mit. So, und dann kaufen wir hier vielleicht noch, nee, der ist einfach teuer, der Typ. Ja, quatsch nicht so viel. So, gehen wir hier mal runter. Das kann einen Augenblick dauern, kann ich euch schon mal sagen. Ich erwäge übrigens, dann den Heimkehrknochen zu benutzen. Ich glaube, ich hole das Item, was da unten liegt, wo man sich fallen lassen muss. Und dann ziehe ich den Heimkehrknochen. So, komm mal her, Tante. So, an dieser Stelle hier gibt es diesen Käfigschlüssel. Damit hätte man dann den Logan unten aus seinem Käfig befreien können und sich auch diese Seele holen können. Wie gesagt, ich hatte den Generalschlüssel, deswegen konnte ich das einfach so machen. Aber falls man den halt nicht hat, dann wäre das hier die Stelle gewesen, wo man sich diesen Schlüssel hätte holen können. So, was habe ich eigentlich hier gerade für einen Ring an? Verrosteter Eisenring, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche jetzt Verstärkung, nein, erhöht Ausrüstungslast und dann möchte ich hier gerne meine komischen Stulpen wieder anziehen. Was ist das denn? Schattenstulpen. Gehört das hier zu? Schwarzer Goldsaumumhang. Schwarzer Goldsaumrock. Schwarze Goldsaumhandschuhe. Ich möchte die Schattenschulden behalten. Die sehen witzig aus. So. Ja, wir sind ordentlich auf Zack hier. Und jetzt holen wir uns noch das Ding da unten. Achso, die Ritter sind ja auch wieder da. Darf man nicht vergessen, ne? Genau, da unten steht schon einer. Egal. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Komm schon. Einmal Daumen drücken, Leute. Ui, ist das tief. So, eine Armbrust mit scharfen Pfeilen. Das muss irgendwie was ganz Tolles sein. Gucken wir uns gleich an. Ich will hier erstmal weg. Heimkehrknochen benutzen. Bitteschön. So, dann sind wir wieder hier unten. Und jetzt werde ich auf jeden Fall, ja, erstmal, wenn wir uns diese Waffe angucken. Also, ich habe ein Scharfschützenbolzen gekriegt. Ach so, ah, nicht schlecht. Okay. Und so eine komische Armbrust, die sah irgendwie sehr merkwürdig aus. Armbrust. Eine schwere Armbrust hatten wir ja schon gehabt. Das ist einfach nur eine Armbrust. Gut. Menschlichkeit. Benutzen. Und benutzen. So, dann werden wir hier mal unsere Aushöhlung umkehren. So, kehr mal. Und dann werden wir das ganze Ding hier noch entfachen. Dankeschön. Einfach nur so, damit ich 10 Essos habe. Waffen verstärken. Claymore plus 9. So, hier brauchen wir immer noch grüne Scherben. Okay, dann machen wir mal den Claymore klar hier. Und Claymore plus 10 brauche ich jetzt große Scherben. Also noch eine große Scherbe. Okay. Dann werde ich noch reparieren. So, und da ich der Meinung bin, dass ich alles dabei habe, was ich haben möchte, zumindest größtenteils, könnte ich mir vorstellen, dass ich jetzt gleich den Boss wegklatschen werde.
und ja, wir dann quasi in Anor Londo sind. Aber bevor ich das mache, gehe ich nochmal in mich und denke wirklich in Ruhe nach, ob ich auch tatsächlich alles dabei habe. Daher an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dark Souls mit dem Kotelett, dann möglicherweise in Anor Londo oder auch nicht. Mal gucken. Bis dahin.